Herr Professor, ich habe den Urknall nachgebaut. Nein, 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 nein. So geht das nicht. Der Urknall war sicher keine Explosion, wie wir sie uns vorstellen. Eine Explosion explodiert in einem Raum. Beim Urknall gab es aber keinen Raum. Komm, ich zeige dir, wie das Universum wirklich entstanden ist. Lemaitre nahm an, dass das Universum sich ausbreitet und dass es deshalb einen Anfang gehabt haben muss. Denn rein gedanklich ist klar, wenn das Universum expandiert, dann war es gestern kleiner, vorgestern war es noch kleiner. Und wir können uns nun die Frage stellen, was in das Kleinste, Allerkleinste, unterhalb dessen man nichts mehr messen kann. Und da hat Lemaitre gesagt, es gab ein Uratom und aus dem heraus hat sich das gesamte Universum entwickelt. Das heißt, wir können jetzt gedanklich den Weg zurückgehen und können uns überlegen, was passiert denn mit einem Universum, das immer kleiner wird, wo aber noch all diese Teilchen, all diese Galaxien, Sterne und so weiter drin sind. Was würde denn passieren, wenn wir zum Beispiel Gas komprimieren würden in ein Volumen? Es würde heißer werden. Genauso muss es mit dem frühen Universum auch gewesen sein. Das heißt, also je kleiner das Universum wird, umso heißer muss es dort gewesen sein. Es könnte möglicherweise so heiß gewesen sein, dass sich die Materie, so wie wir sie kennen, hier diese Festkörper und so weiter, dass die sich auflösen in Atome, in Atomkerne und dass sich sogar die Atomkerne auflösen in ihre Einzelteilchen. Das heißt, hier verbindet sich die Physik des Allerkleinsten, nämlich die Kernphysik, mit der Physik des Allergrößten, nämlich des Universums. Das ist die Idee, die hinter dem Urknallmodell steckt.